Kaiserslautern, wir sind wieder da. Wir fragen heute die Leute, was soll das Jugendwort 2024 sein? Am 15. komme ich nach Dresden für 3-4 Tage, vielleicht sehen wir uns da. Ich habe schon gehört, Talahorn, Hölle nein und was auch immer, aber Talahorn ist noch nicht mal ein deutsches Wort. Wie kann das Jugendwort 2024 sein? Kommentiert mal euer Jugendwort 2024. Was soll das Jugendwort 2024 sein? Dann musst du fragen, ich muss mochiger Bus nehmen. Ja, Jugendwort, kein Plan. Was soll das Jugendwort 2024 sein? Keine Ahnung. Lass uns nicht im Stich hier. Digga. Ja, dann Digga. Was soll das Jugendwort 2024 sein? Jugendwort? Ja, ja. Bruder. Lass mich nicht im Stich. Yeah. Yeah. Was ist yeah. Das? Das? Was ist das? Gerade einfach erfunden oder was? Bruder, hau mal raus, komm, hau mal raus. Bruder, ich steh gerade auf dem Schlauch. Jugendwort 2024. Ja. Was soll das Jugendwort 2024 sein? Boah, schwierig. Ich überlegen. Oder ihr lasst mich so. Erst, ja. Also ich sag entweder Aura oder Talahorn. Was ist aber Talahorn? Das ist nicht mal ein deutsches Wort. Wir sind hier in Deutschland und wir gehen hin und nehmen Talahorn. Bedeutet komm her auf Arabisch. Ja gut, Digga, das heißt eigentlich so viel, also Talahuns sind halt so Leute, die sagen mir immer so Gucci-Cap tragen oder sagen mir so Umhängetaschen tragen, immer die immer so Sachen, ich sag's mir, so Fakes sind oder immer auf Straße rotzen halt. Talahorn, ich geb dir Stich mit der Patron. Bist du ein richtiger Talahorn? Nein, Talahuns sind ganz anders da aus und machen auch ganz andere Sachen. Talahuns wie? Wirken halt einfach, sag ich mir, so Asi rüber, die kommen halt immer so und suchen halt Stress meistens. Hast du schon mal Stress gesucht? Nee. Was für dich jetzt das Jugendwort? Boah. Also entweder auch Aura oder ich sag ehrlich so lame oder so sag ich eigentlich immer noch. Wow! Lame, ja. Damn, Digga, das ist 2018 oder so. Ich weiß. Trotz allem. I know. Bist du ein richtiger Talahorn? Na. Wo sind die Talahorns? Zeig mir, wo die Talahorns sind. Kannst du Frankfurt gehen? Frankfurt, okay. Oder hier, war ein guter Call. Rewe? Ja, hier Rewe, ist auch manchmal schlimm. Was soll das Jugendwort 2024 sein? Mach mit ihm. Oder? Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Nein, Bro, ich weiß, ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Ich habe schon Jugendwort. Hölle nein. Hölle nein. Warum? Warum das Wort? Das benutzt jeder Zweite hier. Und Talahorn benutzt doch jeder. Ja, auch, aber fühle ich nicht so. Was soll das Jugendwort 2024 sein? Hölle nein, glaube ich. Tatsache habe ich mit meiner Mutter drüber geredet, noch im Auto. Meine Mutter ist der Meinung, das ist Talahorn. Ich bin der Meinung, es wird I Am Music. Bruder, ist deine Mutter eine Talahorn? Nein, aber sie hat es mitbekommen letztens auf ihrer Telegram-Gruppe. Seitdem geht's ab zu Hause. Sagt die dann dauerhaft Talahorn, 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 oder? Nein, ich wach auf morgens und ich höre nur dieses Lied, dieses Talahorn. Ich gebe dir Stich mit der Patron. Es ist crazy. Scheiße. Digga, deine Mutter ist korrekt, oder? Ja, ja. Die ist kein Talahorn. Die hat aber das jetzt mitbekommen. Deswegen, die geht da ab. Bewerte mal deine Mutter von 1 bis 10, von Aura-mäßig. Aura? Auf jeden Fall. Junge, jeden Morgen plus 100 Aura, wenn sie zu mir sagt, ich sehe aus wie ein Penner mit meinen Outfits. Meine oder was hat dich dazu bewegt, so einen krassen Haarschnitt zu bekommen? Ganz ehrlich, Schmerz und eine Wette verloren. Hast du was bezahlt dafür oder hast du was verloren, da, sagen wir so? Fortnite. War meine letzte Runde Fortnite je. Ich habe meine Aura verloren. Ich hatte eine Glatze, das war schlimmer. Aber wie war das Spiel? Hast du einfach das letzte Spiel verloren oder was? War Battle Royale, was war's? 1v1? Es war so 1 gegen 1. Ich spiele eigentlich kein Fortnite aktiv. Ich habe früher und dann hat ein Freund gesagt, komm, lass Fortnite spielen. Er hat mich verarscht. Was ist dein Skin? Was ist dein Lieblingsskin in Fortnite? Dieser Raven. Zu viel Aura. Was ist dein Lieblings? Hat er gegen dich verloren oder? Na, ich bin der Beste in Fortnite. Ich würde den FIFA knallen, Fortnite knallen, überall. Call of Duty auch? Ja, die habe ich noch nie gespielt, aber ja auch. Was ist das beste Spiel momentan auf der Konsole? Sei ehrlich. Ja, FC 24. Ernsthaft? Ja, normal. Okay. FIFA auf die 1. Was soll das Jugendwort 2024 sein? Wieso? Ich weiß nicht. Wie, du weißt nicht? Digga. Digga? Das ist dein Lieblingswort? Ich weiß nicht. Und lachst du? Was soll das Jugendwort 2024 sein? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Jugendwort. Jugendwort 2000 was? 24 haben wir doch, oder? Ja, ja, was ein Jugendwort ist jetzt? Nein, was sollte das Jugendwort? Stabil, würde ich sagen. Stabil.
Ja, ich weiß, ja, Digger oder so, weil jeder sagt das, Digger. Hast du schon mal Talahorn genutzt? Talahorn. Ja. Was? Talahorn. Bist du ein Talahorn? Ach. Bist du ein Talahorn? Ich sehe vielleicht aus wie einer, aber eigentlich bin ich keiner. Was macht ein Talahorn, sagen wir mal? Ja, ich weiß nicht. Die sagen alle Talahorn wegen, ja, nee, so Kanacken-Style oder so mäßig. Bruder, du hast... So, guck mal, so Marken, so verschiedene Marken, guck mal, so Louis Vuitton, Gucci und so, alle sagen dazu Talahorn, Talahorn. Sag mir, was echt an deinem Outfit ist. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst? Echt? Ja. Digga, mein Bauchtasche, der Pulli, die Hose. Was hat was Bauchtasche gekostet? Oder Bauchtasche, ich glaube 20 Euro bei Snipes. Tschüss, krieg mal Michael Jordan bei Snipes für 20 Tacken? Ja, 20, 30 Euro. Ja, ja. Was soll das Jugendwort 2024 sein? Kreuzweg 1. Kreuzweg 1? Das benutzen Digga, ist viel zu lange. Nein, für unseren Freundeskreis benutzen wir das. Talons. Kreuzweg 1? Ja. Was soll das bedeuten? Nix, eine Straße einfach. Wir benutzen das aus Spaß. Und wenn uns so langweilig ist, dann sagen wir das Wort und dann lachen wir alle. So einmal ein random Wort. Okay, sag mal, wir lachen. Kreuzweg 1. Scheiße! Was soll das Jugendwort 2024 sein? Talahorn! Talahorn! Bist du ein Talahorn? Nein. Digga, du siehst aber genauso aus. Ich hab gehört, Cappy. Niederlande ist kein Talahorn. Cappy, alles verschieden. Nike-Shoes, Gucci von Schwarzmarkt, Gucci von Schwarzmarkt-T-Shirt, was auch immer das ist. Er ist Talahorn. Und du bist Talahorn? Nein. Okay. Ja. Talahorn hat nichts mit Niederlande-Style zu tun. Aber ich hab grad, das wurde ich hab mir zwar, gesagt. Ich habe zwar kein Graz, aber ich habe eigentlich Niederland-Style. Was soll das Jugendwort 2024 sein? Gute Frage. Nächste Frage, aber ich brauche die Antwort. Boah, ich weiß gar nicht, was momentan so gefragte Jugendwörter sind. Was ist dein Lieblingswort erstmal? Mein Lieblingswort? Gottlos. Findest du, das wäre ein gutes Wort für ein Jugendwort? Also es wird in der Jugendsprache mal häufig verwendet. Oh. Würde ich jetzt zumindest. Was sagst du zu Talahorn? Das kenne ich zum Beispiel gar nicht. Hölle 9? Das wäre auch gut. Aura? Aura ist gut. Minus Aura? Auch gut. Ja, das ist alles, was ich schon gehört habe. Dann wären meine Favoriten Aura und Minus Aura. Ah, okay. Was ist für dich das Jugendwort 2024? Halis. Was ist Halis? Guck mal nur hier. So, zum Beispiel, wenn du eine siehst. Das war ein geiler Charlie. Okay, komisch. Auf den Mädchen, okay. Wir sind in Deutschland, aber Rechtschreibung ist scheißegal, egal. Oh. Was soll das Jugendwort 2024 sein? Ist mir egal eigentlich. Keine Ahnung. Was ist dein Lieblingswort? Da hab ich keins. Okay, das ist ein gutes Wort. Was soll das Jugendwort 2024 sein? Digga. Ernsthaft? So basic? Ja, was? Ja, oder Aura. Was ist deine Aura? Sag du es mir. Ich weiß nicht, bewerte dich mal selber. Max. Er fragt mich, was ist meine Aura? Was ist seine Aura? Bruder, Max, komm mal her. Max, was soll das Jugendwort 2024 sein? Boah, da habe ich echt zu wenig Ahnung, aber ich glaube, Aura auf jeden Fall, ja. Der Aura. Hat gesagt, Digga, mies basic. Ja, Aura auf jeden Fall, würde ich jetzt mal behaupten. Was sagst du? Boah, ich muss ehrlich sagen, obwohl es kein deutsches Wort ist, gefällt mir das Wort Talahorn. Talahorn? Ja, also ich sag's nicht so wie ihr, Talahorn, aber ich Talahorn. Ja, ich hab noch nicht die richtige Aussprache, aber trotzdem. Was soll das Jugendwort 2024 sein? Das Jugendwort 2024. Alle. Alle. Aber alle. Alle. Einfach alle. 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 Was ist denn das? Alle. Das sagst du so zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwas passiert. Alle. Weißt du? Okay, jetzt habe ich verstanden. Das hat sich so ein bisschen komisch angehört. Ich habe gedacht, alle und dann sagst du, okay. Soll das Jugendwort 2024 sein? Oh. Was war die Frage? Was das Jugendwort 2024 sein? Da kennst du dich besser aus. Ich bin, glaube ich, zu alt. Ey, keine Ahnung. Was ist dein Lieblingswort? Mein Lieblingswort? YOLO? Nein.
Immer noch? Das ist so 2018, 2016. Ja, aber... Gib mir einen Satz mit YOLO. Nein, kein Satz. Das ist einfach nur meine Einstellung. Ach so, du lebst nur einmal. Ja, also einfach das ist, machen. Was das bedeutet. You only live once. Ja, also einfach machen. Aber was soll das Jugendwort 2024 deiner Meinung nach sein? Keine Ahnung. Keine Ahnung, ja, sagen viele. Was denn bei dir? Mir ist egal, ich bin viel zu alt, aber trotzdem. Ich bin, glaube ich, im Alter von deiner Schwester. Ja. Ja, im Alter von deiner Schwester. Aber wie gesagt, ich habe schon Talahorn gehört, Aura, Minus Aura. Ich habe TikToks gesehen heute. Aura. Ja? Mag ich. Ja, heute. Alles mit Minus ist gut. Warum? Bist du kein positiver Mensch? Doch, aber es ist ein geiles Wort. Minus Aura. Ja, für mich hört sich ein bisschen doof an, aber egal. Was soll das Jugendwort 2024 sein? Oh ja, keine Ahnung. Wie wär's mit, ich hab so keine Ahnung, was ist denn heute, ich weiß gar nicht, was heute so beliebt ist, Alter. Was soll das Jugendwort 2024 sein? Ich frag erstmal die. Hölle nein oder Minus Aura oder so. Ja, das gleiche so, ja, auch Hölle nein und so. Du hast gerade ein komisches Gesicht gemacht und dann sagst du auf einmal, aber ich weiß, was ich sagen soll. Auf jeden Fall, sie ist beides krass und so. Sag mal Hölle nein. Hölle nein. Wie geht eigentlich klar, Vater? Das Jugendwort 2024 sein. Bruder, ich bin Mohammed. Ich weiß auf jeden Fall nicht, was ich sagen soll. Aber was meinst du damit? You think? Das Jugendwort 2024. Bruder, aywa sahbi, ich weiß gar nichts, was da meint. Pass auf dich auf. Easy. Talahorn, ich geb dir Stich mit der Patron. Was soll das Jugendwort 2024 sein? Digga oder so. Nur Digga? Bist du so basic? Nee, noch. Wie heißt das? Wie heißt das eine? Oh, Hölle. Nee, wie heißt das? Irgendwas mit Hölle. Na, Hölle nein. So, ja. Sagst du das auch? Nein. Ich gehe runter für euch. Was soll das Jugendwort 2024 sein? YOLO oder Bruder, so. Oder Talahorn. Was? Talahorn. Sagst du das überhaupt richtig? Talahorn. Ich hab gehört, Talahorn. Talahorn, ja, Talahorn. Was sagst du? Digga. Aber das ist mies basic. Was soll das Jugendwort 2024 sein? Keine Ahnung. Was benutzt du für ein Wort? Gerne. Krass. Das ist crazy. Was soll das Jugendwort 2024 sein? Alles klar, Bruder. Hey, Digga. Was soll das Jugendwort 2024 sein? Keine Ahnung. Ey, du hast. Ich bin. Nein! Minus Aura! Ja, ich würde auch sagen, die meisten Leute sagen, Digga. Boah, ich muss überlegen. Was soll das Jugendwort 2024 sein? Nein, Bruder. Talahorn! Was? Talahorn. Was ist das? Das ist so ein Jugendwort, ein arabisches Wort. Talahorn? Ja. Das ist ein zweites Wort. Das hört sich an wie Salon so ein bisschen. Was sagst du? Nein. Hölle nein. Was soll das Jugendwort 2024 sein? Keine Ahnung. YOLO! Nee, so. YOLO? Hast du? YOLO. Nein, keine Ahnung. Was sollte das Jugendwort 2024 sein? Talahorn. Talahorn, Minus Aura, sowas. Talahorn. Talahorn. Was sollte das Jugendwort 2024 sein? Alles klar bei dir. Alles klar bei dir.